Okay, I'm out for them. Anyone here? Bungie? Mr. Voice? I guess I'm alone. Oh, a baby deer. So sweet. Dream come true. Stirb nicht. I'm petting the baby deer. Es stirbt nicht. Sehr gut. Oh nein, die Tasche. Is that Benjamin's bag? Ja. Benjamin? Are you around? He must be in trouble. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? Benjamin made it really clear with a picture he showed me. You're the one taking the children, and I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you. At home. Now, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Freaking monster. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Für Studenten des Beschützerkurses der Universität Sinne sieht die Drei-Schritt-Anleitung. Drei-Schritt-Anleitung zur Vernichtung parasitärer Wesen aus dem Jenseits. Da sich die Ultra-Realität mit dem Konzept der Zeit formt, sind neue Reiche außerhalb des konstitutionellen Free-5-Reiche essentieller Existenz aufgetaucht. Nach dem Ultrakrieg wurden tausende Wesen als Nebenprodukt des Krieges entdeckt. Sie haben für sich selbst ein neues Reich kreiert, wir nennen es das Jenseits. Einfach gesagt ist das Jenseits ein Ort extremer Absurdität und logische physikalische Gesetze. Momentan können wir solche Wesen nicht in dem Free erlauben, da das Fundament unserer Realität auf den energetischen und ethischen Werten der Ultrarealität vor dem Ultrakrieg fußt. Das Jenseits ist ein noch missverstandenes Reich. Wir haben noch keine Möglichkeit entdeckt, uns auf eine logische Weise mit ihm zu verbinden. Die wenigen Muster, die wir erkennen, sind die Verhaltensweise einiger Besucher, auch Parasiten genannt. Normalerweise betreten sie die dritte Realität, auch Pandora genannt, und suchen frisches Fleisch, das sie in das Jenseits locken. Darum brauchen wir Beschützer. Die Beschützer sind die einzigen mit der Fähigkeit, das Ungleichgewicht zwischen den Realitäten zu sehen und die Werkzeuge in der Ultrarealität zu nutzen. Beschützer helfen Opfern und führen sie nach Sena-CDE. Die Anleitung in diesem Buch muss mit großer Sorgfalt befolgt werden. Niemals einen Schritt überspringen. Für jedes Opfer, das der Beschützer nach Sena-CDE zurückführt, wird der Beschützer mit neuen Leveln, Hilfsmitteln und weiteren Schritten belohnt. Schritt 1. Der Beschützer muss die Opfer und die Parasiten lokalisieren. Parasitenfall morgen. Herausfinden, ob das Opfer Unterstützung benötigt, wenn dem so ist, mit Schritt 2 weitermachen. Das Opfer scheint seine oder ihre Identität vergessen zu haben. Okay, das Opfer ist bereits tot, hat es aber noch nicht realisiert. Das Opfer glaubt, die Illusionen des Jenseits sind echt. Das Opfer freundet sich mit den Parasiten an. 4, ne? The Parasite. Parasitäten-Checkliste, Morgo. Entstellt die Wirklichkeit zur Absurdität. Scheint freundlich, verführt das Opfer aber, gefährliche Spiele zu spielen. Wandelt seine Gestalt zu einer menschlich-tierischen Gestalt. Lernt schnell über seine Umgebung. Sprache und Kultur sind kein Problem für die Parasiten. Große Schwärme schwarzer Vögel erscheinen in der Nähe des Parasiten. Diese Vögel sind die Augen von Morgo und geben ihm einen Überblick über seinen Spielplatz. Schritt 2. Die Umgebung nutzt, um den Opfer zu helfen, den Parasiten zu erkennen. Der Beschützer kann zum Beispiel einfache Nachrichten an öffentlichen Orten hinterlassen, um die Aufmerksamkeit des Opfers zu schärfen. Es ist strikt verboten, direkt mit dem Opfer zu interagieren. Dies könnte zu einem irreversiblen Trauma im Kopf des Opfers führen. Wenn der Parasit das Opfer tötet, sofort zu Schritt 3 gehen. Paint? I like to paint. Schritt 3. Vorbereiten auf direkten Kontakt mit Oha. At the end of the road, you will realize
You already signed the deal. A deal, you say? Ja, ganz am Anfang haben wir das gemacht. Oh. Is that Benjamin as a baby? So cute. All right, I guess I'll take the train back home. I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Ist gleich halb eins. Okay, I'll wait here. Waiting, waiting for a little while. Okay, I'm gonna talk to myself. So, Miss Fortune, how have you been? Okay, I have this, like, weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Schon draus. Genau. Ein Land vor unserer Zeit. Oh, noch ein bisschen Wolken. Super, immer noch das nächste. Ach, ist ja süß. Das sind doch die Vorlagen bestimmt von Disney, oder? Aber oh, ich denke mal, du bist einfach nur genug befüllen. Feel inspired. Hello, Hiro. I didn't recognize you. Such a coincidence that you're on the same train as me. You know, I had a big fight with the silly voice in my head. I get the feeling that Mr. Voice is not who he says he is. Have you ever heard voices in your head? I know Hiro. Consequences. What does it mean? It's a monster. Leave Hiro alone. Toskata! Toskata! Oder so. Bedecke die Augen. Oder? Was will ich sehen, passiert nicht. War nicht gut, oder? I
hope I get to see Hiro again. I wonder what that monster did to him. Now I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's what I am. Oh, sure. Oh. Excuse me. I'm talking over here. Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Ah, die Straße. Und die Krähen wieder da. Oh, ich bin, hab's früher geschafft. Where's the car? Is daddy gone again? Wahrscheinlich. We got red lights. I like them. Mommy, I'm back. Hello? Das sieht nicht gut aus. What's that sound? Benji? Hello? Mommy? Benji? What happened here? Sie ruft aber nicht nach dem Vater. Congratulations. You reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Nein. Yes, I guess you're right. Good. Good. Ready for a new game? Nein. If I play along, will you give me back Benjamin? I guess I will, but only if you truly commit to the game. Okay. Splendid. You will love my new game. And Steven, just came over there. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not-so-wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Didn't you say something about me dying today? Which is totally not true, by the way. Wait, stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal! Wonderful. Fantastic. Ready to... Wait. What? No deal. No. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play along. Sure. Sure. I promise. You know the way. If Mr. Voice scares me again, I'm gonna run and hide in here. I have a little hunch that Mr. Voice is the monster in my closet. Okay, I'm just gonna play his game one last time. Again, you promised he
like last time? That was a beautiful example of cause and effect. Ma, you lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. Oh, bitte nicht. New game. Knock, knock. Who's there? Ma, I don't want to play with you anymore. Knock, knock. Who's there? Das war ich nicht. Ich bin ja für vieles verantwortlich. You're scaring me, stupid. Leave me alone. Knock, knock. Who's there? Knock, knock, who's there? Knock, knock, who's there? What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Who's there? Knock, who's there? Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. No, I told you already. I don't want to play with you anymore. Pass, Dumbly. Teach me how to be brave. So now we're playing hide and seek. I love that game. No, leave me alone. All right, just so you know, my game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your lies? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time, and his ugly paintings. Ugh. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. This is only the beginning. You silly little child. Another toy for my collection. You're mine to play with. For eternity. I'm sick of you being a bully. You'll see, Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed the path, and now you're mine. Leave me alone. Benjamin! Benjamin! How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. Benjamin? No. No! Ist es vorbei? Bestimmt nur geträumt. Is everything back to normal now? Benjamin, save me. Benji, are you around? I guess I have to rebuild this. I'll make some improvements. But first, I want to find Benjamin. Benjamin, did you go outside? Morgo kommt, öffne die Augen. Er ist die Stimme in deinem Kopf, die dich in den Wahnsinn treibt. Morgo is coming. Open your eyes. He's the voice in your head, driving you mad. Well, now I know what to call Mr. Voice. Benjamin, where are you?
Das Ding ist repariert. Wir können nicht in die Suppe gucken. Es sieht genauso aus wie sonst auch. Mami? Die Mutter fehlt. Because I couldn't get the happiness for you. Uh-oh. What's happening? Mommy? This must be a bad dream. Uh-oh. Als wir über die Straße... Oh, die Reifen... Der Vater! Der Vater hat besoffen uns überfahren, als wir auf die... Ach, du Kacke. Ist das... somewhere else, because I have nothing against it, but I have to talk with my mommy first. Mommy, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. I love you forever. Nicht zurückkehren, nee, ne? Wait, stop, Benjamin. Where are we going? Benji? Oh, Papi! I'm so happy to see you again! Wait for me, Papi!
Oh. Das sah cool aus. This place is really cold. Ich fürchte auch, warum? Scheinen Unglücke zu verschwimmen. Tief im Nebel besiegst du ihn. All around disasters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Huh, I guess Mr. Voice game is over now. Benji? Fortune. That's who I am. Lady Misfortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Hätten wir das jetzt nicht geschafft, alle zu sammeln? What is this place? Wären wir da nicht reingekommen, hätten wir das nicht gesammelt. Das sind die Glitzerstreu. Also man kommt trotzdem rein, auch wenn man alle hat, ja? Das alle ist einfach nochmal was anderes. Namt, Wolfraiser. Ah, ist was Besseres, okay. Ich hab halt überall geglitzert, weißt du? Oder ist es, sind es die Entscheidungen zu den Fragen gewesen? Bitte lass das Ding da kaputt bröckeln. Das Geglitzer, okay, danke. Ja, Happy End sieht zwar anders aus. Happy End sieht anders aus. Ich hab ihr, genau, ich hab ihr die, das ewige Glück geschenkt. Ich glaube, das Spiel ist sowieso komplett konzipiert, dass es eigentlich kein Happy End in dem Sinne gibt. Er ist traurig. Die Kleine absolut goldig. Wunderbar vertont. Wunderbar vertont. Auch der Sprecher, ne? Morgo. Klasse Stimme. Ich glaube, es ist der von Stanley Parables. Glaube ich. War halt eine interaktive Geschichte, ne? Kann man so sagen. Sehr, sehr straight, sehr, sehr linear, aber was für ein Trip. Das tut mir so leid, einfach jetzt, wenn man das projiziert, ne, in irgendwas Wirkliches, dass das, was da passiert ist, dass der Vater besoffen, war er besoffen, muss ja, nee, das war die Mutter selber, kann das sein? Aber Vater hat doch immer in dem Auto gesessen. Die Mutter war immer betrunken. Zumindest scheint das Kind von den eigenen Eltern oder eben halt, ne, dem eigenen Auto überfahren worden zu sein.
ist es nicht? Ach so, meinst du es wegen dem Sprecher? Aber die klangen ähnlich. Dann sag es bitte so. Also es waren, er war hier sehr guter Sprecher. Fand ich richtig super. Er steht auf meiner Liste, Blue. Es steht auf meiner Liste. Ich hab's ja schon. Seit Jahren. Ich hab's nicht einmal gespielt. Mea culpa. Ich geb's dazu. Aber ein wunderbares Ding. Also zwar todtraurig, aber es ist einfach nur. Allein dieses naive, kindlich naive, ne? Und die Reaktionen waren schon super und haben das ganze Spiel wunderbar transportiert und haben natürlich auch die grausigen Szenen dann immer so schnell wieder verschwinden lassen. Also aus dem Kopf. Das ist kleine Perle. Ja, es ist auch wirklich hart. Also, ich will jetzt nicht mit dieser Keule rausholen. Ich glaube, sehr viel ist natürlich immer Empathie mit allem drum und dran. Natürlich geht es vielleicht derbe an die Nieren, wenn man selber halt Kinder hat, ne? Und das dann noch um Zacken schärfer vielleicht dann nachher erlebt, erfährt oder was auch immer, wenn den Kindern was passiert. Du hast ja immer irgendwelche Gedanken, dass irgendwas passieren könnte jetzt. Schön. Wunderbares Teil. Tief traurig, aber wunderbar. Wunderschön umgesetzt. Musik forever. Ach, Mensch. Ach so, meinst du das? Das gucken wir uns auch an. Das werden wir uns angucken. Vielleicht gucken wir uns auch in den nächsten paar Tagen an. Wie gesagt, ich hab's auf der Liste. Verstehe ich, Lytander. Hatte ich ja letztens schon gesagt. Ich habe ja meine große Lebenserfahrung eben halt vor über 5 Jahren gemacht. In der Richtung. Und das ist eine Erfahrung, die wird jeder leider irgendwo erleben, aber eigentlich möchte ich, dass eben halt die Leute das nicht erleben müssen. Oh. Was ist süß? Morgo ist nicht süß. Und deswegen haben die Tiere nichts gemacht. Die Tiere waren nämlich Spirit Animals, also bis auf die Raben, ne? Und die sind halt dazu da, Kontakt zu meiden und eben halt nichts Böses oder Dummes zu tun. Vor allem, du bist von dem Spiel gezwungen worden, offensichtliche Sachen zu machen. Puppen. Aber wir haben auch alle, oder? Glaube ich. Aber wir haben es nicht 100%. Mir fehlt eine Sequenz. Wo auch immer. Der Hund wahrscheinlich. Ja, deswegen, das ist. Wir sind jetzt gerade erst an einem Punkt, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich hatte ja gesagt, K1 ist auf einem guten Weg derzeit, also wirklich positiv. Es ist gerade so ein Punkt, was heißt gerade, seit Wochen, wo wir, also bessere Hälfte und ich, eben halt der Meinung sind, dass das jetzt das klassische Teenie, also Pubertät im Allgemeinen, Erwachsenwerden, ist ja nur 16, jetzt da ist und die anderen Sachen K1 gut umgehen kann. Dazu zählt auch, und da bin ich tiefst davon überzeugt, weil da so ein paar offene Sachen sind, die nicht verarbeitet werden konnten, natürlich auch nicht ausgesprochen werden konnten, halt als meine Mutter gestorben ist. Wollte K1 insofern nicht offiziell oder wie auch immer war, haben, beziehungsweise hat, glaube ich auch, gesagt, nee, ist nichts Aktives, aber das sind halt die Sachen, die da hier hinten martern. Und
wo man lernen muss, mit solchen Sachen umzugehen. Das heißt nicht, dass man da automatisch dann abstumpft oder sonstiges. Das ist ein Prozess und das dauert. Und das fängt leider immer wieder von vorne an. Immer wieder. Immer wieder. Hast du die Alternative? Ja, wie gesagt, ich wünsche dir da, was heißt wünsche dir, dass zumindest die Aufarbeitung sehr, sehr, ja, klingt abgedroschen, aber eben halt einfach ist. Und wie gesagt, auch mein, war letztes schon mein allerherzliches Beileid. Ich kann das nur nachempfinden. So eine Situation sind immer scheiße. Und, ja. Und hier finde ich es halt insofern gut, dass zumindest die Mutter aus ihrer tiefsten Trauer rausgekommen ist und hoffentlich, und das ist ja so mein Abschlusswort, hoffentlich eben halt dem Saft widersteht, ne, und allen anderen Sachen und mit diesem Funken, den sie von ihrer Tochter noch bekommen hat, nach vorne blickt und dann sie im Herzen trägt und dann alles anders machen wird. Gut. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Außerdem schwitze ich. 5 Jahre. Ich glaube, ich werde auch in 20 Jahren immer noch in der Situation sein, nur eben halt anders damit umgehen können. Aber das perlt halt nicht ab. In 2-3 Wochen bin ich halt wieder am Friedhof. Spätestens dann, wenn das mit dem Haus geklärt ist, also die Schlüssel übergeben werden, mal ein bisschen mit ihr sprechen und dann gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönes Spiel. Vielen Dank fürs Begleiten, fürs Mitfiebern und Miterleben. Und wir sehen uns morgen Abend wieder mit, keine Ahnung, aber dann geht es ja ins lange Wochenende über. Lass uns einfach überraschen. Ne? Schlaf gut, träum was Schönes und ja, bis dahin. Euer Firefox.